Campingplätzen ist der bisher der schönste. Guckt euch das an. Das ist brutal geil. Und das ist so günstig. Ich bezahle 20 Euro. Ans Wasser muss ich natürlich auch. Wenn hier natürlich jetzt Sand noch wäre, wäre es natürlich eine absolute Spitze, aber so ist auch gut. Ich fahre jetzt nach Konstanz. Das ist zwar der Bodensee, aber Konstanz ist noch 11 Kilometer weiter entfernt. Leute, guckt euch mal diese geile Aussicht an. Boah, ist das nicht geil? Der Bodensee, der ist ein See, aber dieser Bodensee wird dann nochmal unterteilt in drei verschiedene Seen. Das ist jetzt ein Teil und ich dachte, das wäre dann halt, das wäre nicht der Bodensee, aber doch, das ist auch der Bodensee. Das ist echt ein cooler See. Einfach nur mega. Wow. Das ist mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass ich hier bin. Ja, also die Architektur ist jetzt schön. Also es ist halt so jetzt in Konstanz selbst bisher wie in jeder anderen normalen City. Was ich bis jetzt so beurteilen kann, ich glaube, das, was wirklich, wo es sich wirklich abspielt, ist dann halt wirklich der Bodensee, ne? Und drumherum halt um den Bodensee. Und ich sehe gerade, wenn ich jetzt hier geradeaus fahre, dann komme ich zum Zentrum und da wollte ich ja hin. Und der zeigt mir auch schon in den, auf den Schildern Schweiz an, aber in die Schweiz will ich ja jetzt erstmal nicht. Dass die Schweiz nur 3 Kilometer von hier entfernt ist. Also wenn ich schon mal hier bin, muss ich auf jeden Fall auch in die Schweiz. So, hier ist glaube ich Wasser. Ist das jetzt auch der Bodensee? Muss ja. Was soll das denn sonst sein? Und was ist das für eine Brücke? Boah. Cool. Oh mein Gott, was für eine geile Aussicht. Hier muss ich auf jeden Fall auch drüber laufen. Einmal über diese Brücke. Sieht aus wie ein Meer. Dieser Bodensee. Also der Bodensee führt dann hier quasi dann nochmal verengt rein. Ah, und dann natürlich links und rechts hat man dann Tourismus. Ne? Hier ist natürlich viel Tourismus. Andere Brücke. Ich muss mal gucken, wie die heißen, die Brücken. Ich bin am Kreis gefahren, ne? Über 2 Brücken. Jetzt fahre ich nochmal über dieselbe Brücke, wo ich gerade vorhin schon mal drüber gefahren bin. Und ich werde das einfach so machen, dass ich mein Moped da vorne irgendwo abstelle und dann fußläufig weitermache. Aber wo stelle ich mein Moped ab? Das ist, glaube ich, der Bahnhof. Das sieht doch noch auf jeden Fall mehr nach Innenstadt aus. Und das sieht richtig cool aus. Hier riecht es auf jeden Fall nach Fisch. Ja, mir gefällt die Atmosphäre hier, die Ausstrahlung. Und ist das der Bahnhof? Das ist, glaube ich, der Bahnhof. Der sieht ja cool aus. Guckt euch mal den Bahnhof an. Das ist der Bahnhofplatz. Hier kann ich doch bestimmt parken. Mit Sicherheit. Guck mal, da sind auch Roller und so. Ich glaube, das ist jetzt die Bodenseepromenade oder so. Ja, das ist doch mal echt cool. Sieht echt super aus. Sehr, sehr beeindruckend.
Das ist jetzt inzwischen mein 5. Tag, wo ich jetzt unterwegs bin. Gestern war ich in Konstanz, heute, jetzt fahre ich nach Friedrichshafen. Das dauert jetzt ungefähr 1,5 Stunden, weil ich über die Küste fahre. Aber ich habe da voll Bock drauf. Ich bin den ganzen Tag heute unterwegs. Ich fahre erst nach Friedrichshafen. Danach fahre ich nach Lindau. Das sind dann auch nochmal so 30, 40 Minuten, bis ich dann in Lindau bin. Und jeweils werde ich dann halt auch dort einige Zeit verbringen. Ich wollte eigentlich heute auch mit der Fähre fahren von Konstanz nach Friedrichshafen, aber das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Und das Coole ist, bei dem Campingplatz, wo ich bin, da kriege ich so eine Kurtaxe-Dingens, da Bumster-Gedöns, womit ich da 20% Rabatt kriege und ich kann mit regional, also in diesem Kreis, umsonst mit der Bahn fahren und auch mit dem Bus umsonst fahren. Das ist schon echt geil. Wir sind jetzt in Ludwigshafen. Ich wollte euch so ein bisschen die Gegend zeigen. Ich wurde übrigens immer noch nicht geblitzt. Hoffentlich bleibt das auch so. Wir sind hier gleich am Wasser, hier rechts. Und ja, guckt es euch einfach an. Ich war selber hier auch noch nie. Wir fahren jetzt Richtung Sipplingen. Hier kann man auch geil mit der Bahn fahren. Man sieht am Horizont nicht mal Land. Man könnte echt erahnen, es ist ein Ozean. Aber nein, es ist ein See. Was ist so ein Ort am Wasser so ausmacht, ne? Oder was das Wasser an sich einfach ausmacht. 30er und 40er Zonen, weil das Erholungsorte sind. Ich finde das gut, aber das mit der Bahn passt hier nicht. Aber man hat die Bahnstrecke wahrscheinlich extra so gelegt, auch wegen Tourismus und so weiter. Ich fahre jetzt in den Ort hinein, schau mir das an. Oh, ich liebe das, über Land und die ganzen Orte abzuchecken. Das ist herrlich. Ich habe auf dieser Reise mittlerweile so viele Städte schon gesehen oder auch Stadtteile. Das ist herrlich. Ich denke mal so, vielleicht nicht die Innenstadt, aber ja. Hier haben wir so etwas kleinere Geschäfte und so weiter und so fort. Ist halt Überlingen. Ist irgendwie süß. Gefällt mir. Ey, das finde ich richtig süß hier. City. Schöne Atmosphäre hier. Sehr, sehr schöne Atmosphäre. Auch das Wasser da hinten konnte ich jetzt leider so nicht zeigen. Aber Überlingen, ja, kann man machen. So, mitunter der beliebteste Ort hier in Überlingen. Und diesen Ort wollte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen fahre ich hier auf der anderen, zur anderen Richtung nochmal vorbei. Weil ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich mag diesen Ort irgendwie. Und ich fahre jetzt mal weiter runter. Zur Küste wollte ich schon sagen. Nein, nicht zur Küste, aber ans Wasser, wenn ihr das da hinten schon sehen könnt. Da ist es besonders schön. Und ich glaube, deswegen ist das auch gerade deswegen so beliebt hier. Fahre ich mal hier rechts. Guckt euch diese süßen Geschäfte an. Einfach nur toll. Also ich war schon in vielen Städten, aber in dieser Anordnung habe ich das noch nicht so erlebt. Ja, auf dem Video ist das wahrscheinlich wieder ganz anders, als wenn man das persönlich in live erlebt. Und hier, ist mir egal, fahre ich jetzt kurz rein und guck mir das mal hier an. Guckt euch das an. Hier haben wir so einen Kaffee. Hier haben wir natürlich da. Ich laufe da mal ganz kurz hin. Ich habe doch keinen Stress. Kein Stress. Ich habe hier, könnt ihr es sehen, hier mein Ladegerät für mein Handy, weil hinten, hier am Sozius, ich stöpsel das mal eben ab. Am Sozius habe ich hier ein Ladegerät.
Und ich lade mein Handy dann während der Fahrt auf. Mega praktisch. Das heißt, ich kann stundenlang fahren und mein Handy ist immer bei 100%. Ich komme mir vor wie ein Urlaubstrand. So schön dieser Ort auch ist, ne? Aber diese Straße ist so krass befahren. Also hier zu wohnen, du hast zwar einen richtig geilen Ausblick, aber die Straße geht gar nicht, ey. Die hätten hier wenigstens 30er-Zone machen sollen. Ich wollte hier ein Foto machen mit mir ohne Auto. Das hat gefühlt eine halbe Stunde gedauert. Naja, trotzdem geiler Ausblick. Wieder so eine richtig krasse Aussicht. Alter Schwede. Wow, ey, das ist echt einfach unfassbar schön. Das haben die echt gut gemacht mit diesem Parkplatz, weil man einfach hier eine richtig coole Aussicht hat mit dem Gebirge und so weiter. Und mit dem Wein. Krasser Scheiß. Krasser Shit ist das echt. Ich bleib hier jetzt noch ein paar Minuten, weil... Oh, ich dachte, dass er... Ich bleib hier noch ein paar Minuten, das muss wirken. Ich bin eh gleich schon in Friedrichshafen, da mache ich Rast, hole mir einen Kaffee, was Kleines zu essen, guck mir die Sachen an. Dann fahre ich weiter nach Lindau. Das muss man sich echt merken, bei Hagenau ist der Friedrichshafen. Das ist halt der Bahnhof. Ich finde keinen vernünftigen Parkplatz und hier sind irgendwie so negative Schwingungen. Ich weiß nicht. Die Atmosphäre hier ist nämlich irgendwie so eher negativ wahr. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich bin jetzt hier irgendwo gelandet am Wasser. Und laufe jetzt einfach mal hier. Denn das ist einfach so eine Fußgängerpromenade. Da könnte man auch theoretisch noch hoch, wenn man hier weiterläuft. Dann könnte man ja quasi, ja, und da hinten sieht man dann halt auch noch das Gebirge viel besser, viel näher als in Überlingen. Das wirkt nochmal ganz anders. Und das ist die Fähre, die von Konstanz nach Friedrichshafen statt. Und der Hafen, wenn er von da kommt, ich laufe mal ein bisschen weiter. Also sehr schön natürlich hier, aber irgendwie habe ich hier, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so, hier sind viele negative Schwingungen, auch so am Bahnhof zum Beispiel. Das war in Überlingen gar nicht. Da war so alle happy, alle positiv, nur hier so alle sehr negativ gestimmt. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht, es gibt ja solche Orte, auch wenn sie schön sind. Friedrichshafener Innenstadt so ein bisschen. Hier geparkt. Leute, seid mir nicht böse, wenn ich nicht zum Hafen gehe, weil ich weiß nicht, also ich finde es schön, aber irgendwie hat dieser Ort keine Seele. Wisst ihr, was ich meine? Boah, bin ich froh, dass ich gerade jetzt aus Friedrichshafen raus bin. Ey, diese Stadt hat mich innerlich so bedrückt. Ich weiß es nicht, ich kann es sehr schlecht erklären, aber das ist halt die Atmosphäre der Stadt gewesen, die Seele, also ich habe mich ganz unwohl in dieser Stadt gefühlt. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich eigentlich recht selten, dass es so schlimm ist. Auf jeden Fall bin ich jetzt froh, dass ich Richtung Lindau fahre. Und ich bin extrem gespannt, was mich da erwartet, wie es da ist.